Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Oh yeah. Wir werden immer reicher. Wir haben. Wie viel Geld haben wir jetzt überhaupt? Ich glaube so um die 12.000. Kann ich. Sieht man das, wenn ich hier drauf gehe? Nee. Ach, was haben wir denn? Ach, hier. Oh, 14.000 sogar schon. Machen wir mal einer der wichtigeren Quests. Wie ich mich einfach immer vor der Hauptquest drücke. Guten Tag, so, my lady. Bereits nach einer neuen Aufgabe. Sie ist wirklich unermüdlich. Muss mich gerade übelst kratzen. Was, Rose Berlin, eine Mitarbeiterin von Madame Gross, ist in Gefahr. Aaron, no. Muss sie finden. Und in Sicherheit. Ah, Izzy, die Schauspielerin mit der Bühne des Kaffeetheater haben neue Kostüme. Hä? Ach so. Belohnung, ja. Moment. Warte mal. Welche Bühne? Ach. Okay. Machen wir doch mal. Die Schneiderin der Königin Rose Bertin fertigt nun Kostüme für das Theater an. Doch ihre Vergangenheit am Hofe hat ihr die Missgunst einiger Radikaler eingebracht. Lesac, dieser Portre haben ihre Werkstatt verwüstet. Rose ist unauffindbar. Geht zu Marais und seht, was ihr herausfinden könnt. Ich mache mir Sorgen um sie. Wir machen. My lady. Na, komm schon. Geh durch die Tür. Geh durch die Tür! Danke sehr. Ich erkenne gerade nicht, wie weit das weg ist. Sind das 200 Meter? Ja, 200. Ja, das kriegen wir um. Aber ich glaube, wenn ich hier reinspringe, dann kürze ich nicht ab. Ich laufe lieber außen rum. Sicher, sicher. Oh, hier ist ein Schatz. Lol. Ich finde das blöd, dass man hier keine Schatzkarten und so kaufen kann. Und es ist viel schwerer geworden, jetzt 100% zu bekommen. Ah, ich glaube, ich weiß, wieso ich den Schatz nicht geholt habe. Ja, ich weiß es. Ach genau, das war der Schatz. Genau. War ja was. Ach, zack, sind es nur noch 100. 50, oh, wie schnell es gegangen ist. Ich sehe es. Aber ich will es nicht wahrhaben. So, da habe ich ja schon mal gezeigt, wo wir gleich reinspringen, ne? Ich will euch ja nicht unnötig spoilern. Ich habe gar nicht gesehen, in welcher Schwierigkeit wir gerade sind. Also vom Gebiet her. Ihr entschuldigt mich kurz. So, und zurück. Ach, zwei, das geht ja. Aber wie gesagt, ich decke ja erstmal nichts weiteres auf, ne? Schreit dir doch nicht so. Ich will endlich mal stehen können. Das ist echt nervig, hier durch die ganzen Leute zu rennen und nicht stehen zu können. Ah, bonjour, citoyen. Ce sac à vin peut perdre mon temps à faire. Komm her, du! Ja, bitte, bitte. Naja, warte. Ich muss mir dieses Symbol da noch holen. Warte. Ist das ein Affe? Nein, eine Katze. Das sah eben gerade total merkwürdig aus. Aber cool. Ist cool. Bam. Komm zurück! Ich schlag dir den Schädel ein! Ich war gerade total überfordert. Ja, aber ihr seid. Oh. Den Double war ich nicht gefasst.
Mach den Bastard müde! Mann, ihr seid mir zu schnell! Oh, der war fies. So wie meine Klinge in deinem Gesicht. Ah, okay, da ist so einer. Nicht so um noch los. Snitch! Du bist ein Spitz. Bist du irgendwie scheiße? Was soll das? Wow, der gerade angerannt kam. Piss dich. Glaubst du, hä? Go! Oh. Ich dachte jetzt. Deine gegenrevolutionären Tage sind gezählt, du Hund! Wow! Ja? Findest du? Ich werde dir gleich alle bestehen. Ich will aber erstmal. Ich will. Das Ding erstmal kaputt machen. Weil das Ding mir echt auf den Sack geht. Oh. Ich bin ja nur nicht mehr ansatzweise voll. Öl, Eier. Ah ja, die geben recht gut. Bei denen lohnt es sich ja, sie auszurauben. Na gut, ne? Dafür, dass da ich jetzt nicht stehlen kann, bekomme ich um einiges mehr von den Leuten. Ist ja ein guter Ausgleich. Aber auch nur in den stärkeren Gebieten. Und dann auch nicht von jedem. Gut, kommt jetzt auch auf die Schwierigkeit der Gegner an. Verständlich. Hier der Dreier, der müsste bestimmt eine ganze Menge geben. Wenn ich den. Ja. Ah ne, Moment. Ist das nicht der hier? Ne. Einer von den beiden war es auf jeden Fall. Schauen, kann ich das hier öffnen? Ne. Verdammt. Aha! Bürger! Ja? Was ist. Was? Ich konnte dich nicht verstehen. Was hast du gesagt? Dachte ich mir doch. Madame Bertin, vermute ich? Oh, ihr müsst der Freund von Charlotte sein. Ich kam, um meine Arbeit von diesen Halunken zu bergen, aber. Schon gut. Bringt euch in Sicherheit. Ich kümmere mich darum. Merci. An drei Orte muss ich laufen. Gehe ich mal zuerst in den ganz im Norden. Es müsste eigentlich alles in der Nähe hier sein. Eigentlich. Ach, wieder ganz viele. Auf jeden Fall ist jetzt einer weniger. Und. Noch einer! Weniger, verdammt! Das kommt doch! Was? Überanstrengt euch nicht! Holt dir einfach seine Waffe raus, ich glaube, das sagt. Nee, scheint nicht kommen zu wollen. Ach, der ist auf der anderen Seite. Hoppla. Von da oben. Bam! Ist aber ganz schnell, bevor er mich trifft. Herrgott! Konzentration! Konzentration! Fluch der Gegenrevolutionär! Ins Gesicht! Geschubst. Die haben natürlich überhaupt keine Schilde. Und da? Und da? Hops, hops. Ich hab dich den ganzen Tag erhalten. Ah, jetzt kann ich. Ein Problem, ein ernsthaftes. Du. Ich lass mich doch nicht anfangen. Du willst es nicht anders. Wo möchtest du die Narbe haben? So, noch zwei Orte. Entschuldigung. Ich cherche les. Wieso muss er langsam laufen? Kann ich da durch? Nein. Fail. Ja, hier komme ich rein. Ne? Da komme ich rein. So sieht's aus.
Gesicht. Ich reiße dir deine freche Zunge raus. Alter! Stör mich nicht beim Töten. Fuchin! Was zur Hölle? Alter, ich war instant tot. Was für ein Scheiß ist das denn? Hoffentlich muss ich nicht alles nochmal neu machen. Komm, Ladebalken. Du schaffst das. Du brauchst... Perfekt. Ja, wunderbar. Ich muss nicht alles machen. Renn nicht weg! Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide Also bei dem gibt es einen Schützen, der einen übelst Damage reinhaut, beziehungsweise instant tötet. Mein Schütze steht hier. So. Jetzt ist er schon mal weg. Hat der denn was Schönes? Ja. Oh. Der Drang ist hier ein voll. Da ist mein Päckchen. Schaue ich's da rüber? Oh yeah! Gerade so. Ah, da ist noch ein Schütze. Er guckt zwar in die falsche Richtung, aber sobald die mich sehen, wird er wahrscheinlich in die richtige gucken. Deswegen, adios. Ah, das war auch ein geiler Move. Nicht runterfallen. Vorsichtig. Du hast auch was Schönes für mich. Naja. Ach, war schon. Okay. So, den kann ich doch bestimmt von hier oben... Hey, hey! Hör auf! Oder ich säg dir meine Beine ab! Oh, beide sind... Du hängst beide doch mal nicht am Leben! Das finde ich gut! Denn ich hänge auch nicht an deinem! Ich krieg dich! Und jetzt zum vergnüglichen Teil! Was war das denn gerade? Läuft hier einfach der Dieb seelenruhig durch. Jetzt kann mich heilen. Ist der Dieb hier immer noch? Nein, jetzt ist er weg. Der war wohl ein bisschen überfordert. Der hätte einfach ganz dreist sein müssen, einfach währenddessen ihn fangen müssen. Mensch, Leute, ich will doch einfach nur einen Trank. Ich hab mir einen 6 reingehauen, ne, und dann wär's geil gewesen, wenn ihr was dafür gegeben hättet. Aber wie viel Geld die alle haben. Nice. Wir müssen jetzt schon 1500 haben. 15.000 so rum. Zwei von drei. Ach, da geht's raus. Perfekt. Und zack. Also um wenig Aufsehen zu erregen, müsste ich eigentlich von unten anfangen. Aber ich müsste davor erstmal die oben sind, auslöschen. Weil die mich sonst instant töten. So viel nachdenken. Hier sind aber sowas von welche drauf. Aber wo? Ich kann jetzt keine sehen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Haben sie sich wohl verkniffen? Da unten? Ernsthaft? Nee, das kann doch gar nicht richtig sein. Verstehe ich nicht. Na, gehe ich nochmal hoch.
Ah, I see. Ich wollte schon sagen, so einfach auf dem Boden rumliegen, ne? Ist nicht so die feine Versteckart. Und hepp. Perfekt. Und wieder runter. Na? Was verstehst du eigentlich an Kreis nicht? Irgendwie fehlen mir die Gegner. Das kann doch nicht sein, dass es nur so wenige sind. Zwei? Ah, drei. Aber das ist auch nicht wirklich viel. Wahrscheinlich sind das... Gut, vielleicht war das eben gerade der stärkste Ort. Kann ja auch sein. Das ist eigentlich der erste Ort, den man sollte. Hoppla. Na, ich hab doch Reis gedrückt. Jetzt muss ich wieder einen Trank nehmen. Weil die blöden Typen von dem mir keinen Trank gegeben haben, fehlen mir jetzt schon wieder zwei. Boah, 65. Nice. Das ist nicht nice. Das auch nicht. Ah, okay. Zumindest kann ich mir von dem Geld locker... Also, wie zum Teufel soll ich das alles zum Theater schaffen? Erstmal muss ich fliehen. Geh mal in die Richtung. Die ist dort, okay. Was machst du da? Was zur Hölle machst du da? Weil bin ich nicht so weit entfernt von dem, wo ich hin will. Außer ich bin noch nicht fertig, dann habe ich ein Problem. Ich mach die Wörter einfach nicht. Lasst mich in Ruhe! Das ist unerhört! Meine Geduld ist begrenzt! Das muss und das steht ja! Und nous allons nous laisser! Und Gebiet! Draußen. Aus dem Gebiet geflohen. Ah, und? Wunderbar. Die Schauspieler auf der Bühne, das Café der haben neue Kostüme. Oh yeah. Auch wenn ich ja noch nie welche gesehen habe. Und ich glaube, das war jetzt auch die vorletzte Mission, die uns da geben kann. Laufen wir erstmal wieder hin. Vielleicht ist ja jetzt jemand auf der Bühne. Ich würde es gerne. Das wäre cool. Wenn es so wäre. Oh. Hier gibt es ja sogar draußen Stühle. Oh, das ist ja hier richtig geiler Luxus. Dieses neue System ist ja nicht einmal in sich selbst stimmig. Habt ihr gesehen, wie die Schaltjahre funktionieren sollen? Ich fürchte, die Mathematik dahinter übersteigt meine Fähigkeiten. Das ist ja cool. Ich spreche nur von der Poesie dieser Idee. Poesie ist reizend, doch wenn es darum geht, wann man sät und erntet... Mit Madame Bertrands Kostümen ziehen wir sicher zahlungskräftige Kundschaft an. Okay, Schwierigkeit Stufe 4, schaffe ich. Aber ich will gucken, was die Belohnung ist. Lasst uns die Zivilisation in die barbarischen Länder dieser modernen Welt tragen. Lasst uns eine Welt schaffen, in der man unserer Taten auf ewig gedenken wird. Eine Welt, in der wir mit fremden Mächten nur dann reden können, wenn wir eine Schieblehre und einen Winkelmesser haben. Aber so ein Theater zusätzlich, das muss doch jetzt mächtig Geld geben. Mächtig ist untertrieben. Ich bekomme einfach mal über das Doppelte. Nice. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel ich pro 20 Minuten bekomme. Wartet. Schau ich noch kurz. Kann ich mir das hier angucken? Dann muss ja die letzte Mission dann übelst abgehen.
Ja, ich bekomme jetzt 1000. Nice. Nice. Ja, jetzt lohnt sich's auf jeden Fall. Und wenn ich diese letzte Mission auch noch habe und sich das dann wieder in mindestens in diesem Umfang erhöht, dann ist das eigentlich immer noch recht wenig. Wenn man mal bedenkt, dass ich für jedes Equipment-Teil 125.000 blättern muss, ist das schon wenig. So, bevor er mich jetzt noch übelst ins Gesicht schlagt und ankotzt und sonst was, mache ich mit der Quest weiter, aber in der nächsten Folge. Aber ich werde offscreen schon mal hinlaufen. So viel kann ich ja schon mal machen. Also bis dahin. Ciao.